5 Fragen, 5 Antworten zum Bachelor Hebammen. Worum geht's im Studiengang? Die Ausbildung im Studiengang Hebammen richtet sich nach einer EU-weiten Verordnung zur Ausbildung. Das heißt, die Hebamme muss imstande sein, am Ende ihrer Ausbildung professionell Frauen während der Schwangerschaft, während ihrer gesunden physiologischen Geburt und des Wochenbetts bis ins erste Lebensjahr des Kindes hin zu begleiten. Welche Schwerpunkte gibt es? Konkrete Schwerpunkte gibt es in der Hebammenausbildung, in der Grundausbildung keine, denn es geht darum, die Schwangerschaft, Geburt und die Mutterschaft quasi als zusammenhängendes Ereignis, als Prozess wahrzunehmen und zu kennen, weswegen es zu früh wäre, schon in der Grundausbildung Schwerpunkte zu setzen. Die Hebammen haben eine umfassende Aus- und Weiterbildungspflicht und da ist dann der Raum oder gegebenenfalls in einem anschließenden Masterlehrgang ist dann Raum, um Schwerpunkte zu setzen. Welche Karriereaussichten oder Jobmöglichkeiten hat man? Also Hebammen haben grundsätzlich ausgezeichnete Möglichkeiten der Berufsausübung. Hebamme ist ein Mangelberuf, das heißt in allen Bereichen des Hebammenberufs wird Nachwuchs gesucht. Ich kann als Hebamme einerseits freiberuflich tätig sein, in der Vor- und Nachsorge, in der Geburtsvorbereitung. Ich kann aber auch im Angestelltenverhältnis in einem Krankenhaus tätig sein. Hebammen werden überall gesucht. Insofern sind die Jobaussichten hervorragend. Wie läuft das Bewerbungsverfahren? Das Bewerbungsverfahren verläuft vierstufig. Zunächst einmal Stufe 1, Bewerbungsschreiben, Motivationsschreiben und dann der standardisierte Aufnahmetest, der allen Bewerberinnen an der FH Salzburg angeboten wird. Aus dem gehen dann 100 Bewerberinnen hervor und die werden dann eingeladen zu einem persönlichen Bewerbungsgespräch. Zwei Lehrende führen jeweils ein Gespräch mit jeder Bewerberin. Normalfall sind es Bewerberinnen, wobei natürlich auch Bewerber herzlich willkommen sind. 48 kommen zu einem Assessment Center, wo praktische Aufgaben zum Beispiel zu lösen sind oder Diskussionen. Und als vierte Stufe, findet dann noch einmal ein Gespräch mit einer Kommission statt. Und nach diesen vier Stufen bleiben 24 Bewerberinnen, über die dann aufgenommen werden. Wie sieht's aus mit Auslandssemester oder Praktikum? Auslandssemester in dem Sinn sind nicht möglich, aber ein Auslandspraktikum ist möglich. Zwischen 5. und 6. Semester findet eine 12-wöchige Praktikumsphase statt. Und da ist es den Studierenden möglich, sich selbst entweder im Rahmen des Erasmus-Programms oder aber außerhalb des EWR-Raums ein Praktikum zu organisieren. Beliebt sind zum Beispiel Afrika oder Island, weil dort natürlich die Geburtshilfe sehr interessant ist.